Lieben, es ist wieder soweit, es ist Ende des Monats und ihr wisst, was das heißt. Diese zwei Boxen hier hinter mir bedeuten, ich habe viel aufgebraucht. Ich habe es diesmal unterteilt, weil es so wahnsinnig viel war, in Make-up-Zeug und Haushaltszeug. Und wir fangen an mit dem Make-up-Zeug, während hier noch was rausfällt. So, ich habe auch einiges, muss ich sagen, wieder aussortiert, einfach weil... Ja, ihr habt es bestimmt auf Instagram gesehen. Ich bin dabei zu minimalisieren, beziehungsweise wirklich nur noch das zu haben, was ich auch nutze. Und deshalb ist auch wieder einiges rausgeflogen. Ich habe leer gemacht Wattepads von Isana. Da bin ich aber ja nicht ganz so richtig angetan. Die sind einfach nicht gewebt an der Seite und ziemlich fluffig. Dadurch hat man immer relativ viel Watte im Auge. Ist nicht so meins, würde ich nicht mehr kaufen. Ich möchte auch hier auf mehrfach verwendbare Augenpads dann einfach umsteigen. Da muss ich mich aber noch ein bisschen erkundigen, welche einfach gut sind und funktionieren. Dann habe ich auch rausgekickt hier von Balea das Birkenhaarwasser. Das soll ja wohl irgendwie gegen fettige Kopfhaut helfen. Bei mir macht das aber genau das Gegenteil. Ich habe unfassbar widerliche Haare, egal wie viel und wie wenig ich davon nehme. Daher wird rumgefragt, ob das jemand anders vielleicht haben möchte. Für mich funktioniert das nicht. Dann habe ich auch mal wieder aufgebraucht von Plantur 21, dieses Elixier. Das nehme ich ja phasenweise immer ganz gern, gerade wenn im Frühling oder Herbst der Fellwechsel ansteht. Bin ich der Meinung, dass ich dadurch weniger Haarausfall habe. Ob das jetzt tatsächlich so ist, ist immer eine andere Sache, aber ich benutze es sehr gerne. Daher kann ich das empfehlen. Dann habe ich leer gemacht ein Duschgel Vanille Kokos. Das war auch in Ordnung. Das kaufe ich alle Jahre im Prinzip wieder. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann habe ich noch leer gemacht mein allererstes Head and Shoulders. Und zwar das Zitronenfrisch. Und da muss ich sagen, war ich sehr begeistert von. Dieses kalte, zitronige Gefühl auf den Haaren, auf der Kopfhaut fand ich richtig, richtig gut. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung, das mal wieder zu kaufen oder ein anderes zu probieren. Dann habe ich leer gemacht von Balea Tint Perfection Tonic. Das fand ich auch nicht schlecht. Da hat mir die Verpackung auch super gefallen. Es hat nicht gebrannt, hat gut gerochen. Ob ich jetzt mehr Glow im Gesicht hatte, ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich eher nein. Aber ist ja schön, wenn man sich sowas immer einbildet. Dann hatte ich auch leer gemacht von Today, weil ja Augen-Make-up blöd zu entfernen war. Diese Tücher, die waren in Ordnung, die haben eigentlich recht gut alles runtergenommen. Würde ich mir aber einfach wegen dem Müll nicht mehr kaufen. Dann habe ich einige Proben gehabt von diesem Garnier Ahornbalsam. Ich habe das zusammengemischt, da habe ich 4 oder 5 von diesen Tütchen gehabt, aber da muss ich sagen, hat mir nicht gefallen. Mir hat die Konsistenz nicht gefallen, der Geruch hat mir nicht gefallen und was es mit meinen Haaren gemacht hat, fand ich auch nicht gut. Würde ich nicht nochmal kaufen. Aber nochmal kaufen würde ich von Isana die Seidenglanz-Haarkur. Die finde ich ja nach wie vor, die Isana-Haarkuren, gar nicht so schlecht. Ich hatte ja davor eine andere. Ich weiß nur nicht mehr. Ich glaube, die war mit Mandel. Aber die hier war auch wirklich sehr, sehr gut. Hat super gerochen. Die war auch dickflüssig. Das heißt, die ist nicht direkt von den Haaren gerutscht. Und jetzt zeige ich euch mein Favorite aus diesem Video. War von Isana diese Beach Time Body Lotion. Da hat mir wirklich alles gefallen. Die Konsistenz, es war recht dickflüssig. Es zog relativ schnell ein und der Geruch hat mich einfach sowas von begeistert. Gutes Packaging ist süß, da stehen wir Frauen drauf auf so Farben. Aber der Geruch, der hat mich wirklich so nach Sommer, Strand, Spaß, Wasser erinnert. Daher kann ich euch das hier absolut empfehlen. Finde ich richtig, richtig gut. Dann habe ich rausgeschmissen. Ich kann euch auch gar nicht mehr sagen, woher ich das hatte. Miami Surf Body Mist. Es kann sein, dass das mal irgendwie von Aldi oder irgendwas war, keine Ahnung. Riecht so ein bisschen, ja, nach Kokos und Blumen und irgendwas, aber das stand jetzt einfach auch schon Ewigkeiten rum. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal benutzt und für mich ist es nichts. Daher darf das verschenkt werden. Dann habe ich leer gemacht, das hatte ich bei der Cindy Jane, ich sage immer Puffelpum, weil die wird für mich immer Puffelpum bleiben, das Nivea Winter Moment Deo gefunden. Und da muss ich sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das ist für mich natürlich kein Winterduft, das kann man das ganze Jahr benutzen. Aber da hat mir alles gefallen. Die Wirksamkeit, ich habe nicht geschwitzt, ich habe nicht gestunken, ich habe gut gerochen. Das kommt auf jeden Fall wieder in meinen Haushalt. Dann habe ich hier noch Überreste von meinem London-Trip. Von Boots Botanics
eine Abschminkmilch. Das ist im Prinzip so ein Gel gewesen und sobald es mit Wasser in Verbindung kam, wurde es zu Milch. Hat das Make-up gut runtergenommen, hat nicht gebrannt, hat schönes Hautgefühl hinterlassen, fand ich super. Das ist so wahnsinnig viel. Dann habe ich hier nicht zu Ende gemacht von Shabins, so einem Multimasking-Ding. Ich reagiere leider, muss ich sagen, ziemlich auf so Masken mit Schlamm und sowas. Auch hier von, ich bin mir sicher, jetzt heißt es Mudmansky, nicht Mudmansky. Das ist auch so eine Maske, wo mir einfach wahnsinnig brennt. Ich bin danach krebsrot und auch hier war das der Fall. Daher benutze ich die beiden Sachen nicht und verschenke es. Normalerweise bin ich da nicht so empfindlich, aber jetzt im Sommer funktioniert es nicht und ich will es auch nicht ewig aufhalten. Aufhalten? Aufbewahren. Dann hatte ich noch eine Probe von Mixa Hyaluro Fresh Body Lotion. Die fand ich auch recht gut. Die ist schnell eingezogen, aber ich habe noch so viel andere Body Lotion, daher hole ich mir die nicht. Dann hatte ich von Kneipp schon Ewigkeiten in der Dusche rumliegen ein Cremeöl-Peeling. Ach, das so Öldinger beim Duschen ist einfach nicht meins. Ich mag das Gefühl zwar vom Peeling, aber dieses Ölgefühl danach ist einfach nicht meins. Ich mag das nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss danach nochmal duschen und mich waschen. Daher ist das nichts für mich. Dann habe ich für unterwegs leer gemacht. Intimpflegetücher. Weil ihr wisst, die Sandra leidet unter dem Reizdarm. Die braucht ab und zu solche Tücher. Kaufe ich mir aber jetzt auch nicht mehr, weil ich da auch ein bisschen auf die Umwelt achten möchte. Und ich meine, andersrum geht es auch. Aber das frische Gefühl ist halt mit so feuchten Dingern ein bisschen besser. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mal diese Happy Po-Geschichte aus dem DM hole. Natürlich für unterwegs möchte keiner so eine Intim-Anal-Bidet-Dusche mitnehmen, ist klar. Aber für daheim, dass man da einfach den Papierverbrauch vielleicht ein bisschen einschränkt, zumindest beim Bieseln. Ja. Für hintenrum habe ich jetzt, falls das irgendwen bockt, keine Ahnung, ob das für die Umwelt besser ist. Ich behaupte mal, ein Ticken vielleicht. Nehme ich halt Klopapier und mache Babyöl drauf, weil das ist das, was die in den Krankenhäusern einfach auch machen. Die geben kein Feuchtpapier so wirklich raus, daher Babyöl ist günstiger und vielleicht auch besser für die Umwelt. Keine Ahnung. Dann habe ich noch leer gemacht, endlich, das Nivea Parfum, das Standardding. Wo das damals rauskam, bin ich gleich losgetigert und habe auch diesen fetten, überzogenen Preis dafür bezahlt. Es hält aber auch nicht ewig, es riecht gut, aber dann war es das auch schon. Also wenn man das 2 Tage hintereinander genommen hat, dann tut man sich schwer. Ich habe es jetzt leer gemacht, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Aber nochmal kaufen würde ich mir jetzt sich nicht bitte von der Farbe hier irritieren lassen. Da hatte ich diese Ahorn-Haarkur reingesteckt. Von BB, die Sensitivpflege. Ich fand ja BB-Produkte früher nie in meinem Sortiment. Aber seit der Nachtpflege bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und würde das auch sofort wieder kaufen. Dann habe ich noch eine kleine Probe vom Geschäft gehabt. Oral-B Zahnfleisch-Schmelz-Pro-Repair. Für Leute, die unter, sagen wir mal, Parodontose leiden, ist das das Richtige. Würde ich mir aber nicht kaufen, weil ich keine Probleme damit habe. Dann habe ich das letzte aus dieser Douglas-Bestellung leer gemacht. Diese Handcreme-Geruch fand ich nicht gut, hat aber schnell eingezogen, war in Ordnung, aber dennoch, der Geruch war nicht meins. Auch nicht meins war Paula's Choice Exfoliate Skin Perfection. Das war ja auch in irgendeiner Box drin, ich weiß allerdings jetzt nicht in welcher, aber danach habe ich so ein schleimig, ekliges, speckiges Gesicht, dass ich das eigentlich nicht benutzen will. Das ist ein super teures Produkt von einer wahrscheinlich sehr guten Firma, aber ich muss sagen, hey, ich mag dieses ölige Gefühl nicht. Also danach die Haare, die kleben dann im Gesicht, das ist eklig, daher wird es weiter verschenkt. Auch muss ich euch sagen, habe ich meine Abo-Boxen beendet, einfach weil ich ja die letzten Male Duschgele wieder drin hatte und ich das nicht aufgebraucht bekomme. Wie nochmal erwähnt, ich versuche zu reduzieren und mit solchen Boxen gelingt mir das nicht. Vor allem, wenn wieder Duschgel drin ist und ich vielleicht ein Duschgel pro Monat aufbrauche. Das heißt, mein Duschgelbestand ist eigentlich noch das ganze Jahr gesichert, wenn man ehrlich ist. Daher habe ich das Ganze beendet, wollte ich da nicht mehr weitermachen, einfach auch um den Geldbeutel zu schonen, weil ich nachgerechnet habe, wie viel Euro ich da tatsächlich abdrücke im Jahr für diese Abo-Boxen und dafür kann ich auf jeden Fall viele andere schöne Dinge kaufen, Urlaub machen und so weiter. Deshalb kam das jetzt weg.
Dann habe ich angefangen, finde ich auch gut. Ich hatte ja von Alverde erst das blaue Shampoo, aber auch das Shampoo hier fand ich richtig, richtig gut. Mit Mandarine-Basilikum-Duft. Aber ich finde die blaue Edition fast ein Ticken besser für meine Haare. Ich finde solche Shampoos super, solche Dinger. Ich hoffe, da kommen irgendwann mal noch andere Sorten raus von Alverde. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ich kann die euch empfehlen. Papierverpackung, wer da drauf achtet. Finde ich super. Dann fand ich auch gar nicht schlecht. Hatte ich jetzt so eine Probe von Lancôme. So ein Gesichtsserum. So, jetzt wird scharf. Das fand ich sehr, sehr gut. Habe ich nach dem Preis geguckt. Dann fand ich es nicht mehr so cool. Dann habe ich mir gedacht, nein, für den Preis nicht. Da kam wieder der Schwabe durch. Ihr kennt uns ja. Wir Schwaben. Ich würde es nicht als geizig betiteln, aber ich würde mal sagen, wir sind sehr sparbewusst. Nun ja, lassen wir das dahingestellt. Das sind auch Dinge, über die man sich streiten kann. Dann habe ich aussortiert ein Interprox-Gel. Das hatte ich ja auch in irgendeiner Dings drin. In irgendeiner Box, ja. Ich habe da zwischendrin mich mal ziemlich verbrannt am Gaumen, weil halt der, ja, der Fressneid, der Fressdrang wieder größer war als das Hirn. Gebracht hat es nichts. Habe ich gleich gesagt, dass das nichts ist. Und dann habe ich auch leer gemacht. Und da kann ich gar nicht sagen, aus welcher Box das war. Auf jeden Fall ist es ein super Produkt. Und zwar ist es Leti Balm Pediatric Nose and Lips für quasi gesprungene Lippen, kaputte Nase, alles. Das Zeug ist der absolute Wahnsinn. Das hat richtig, richtig gut gerochen. So ein bisschen frisch nach Minze. Und damit, wenn ihr kaputte Lippen hattet oder vom Schneuzen die Nase wund war, damit war das wirklich innerhalb von einem Tag gegessen. Keine Ahnung, was da für eine Chemiebombe drin ist. Ich kenne mich damit ja nicht aus, aber ich würde es mir definitiv kaufen, weil gerade für die Nase war das echt super. So, dann hat jetzt Sandra noch aussortiert ein paar Pinsel, die sinnlos sind, die ich Ewigkeiten irgendwie rumfahren hatte. Erstmal von Ebelin so ein riesen Kabuki-Brush, der halt abverranzt aussieht, nicht mehr so fresh ist, der übel Haare verliert. Damit trage ich mir eigentlich nichts auf. Kein Puder, kein gar nichts. Und mit den drei Kollegen hier, die liegen auch bloß doof rum. Daher dürfen die jetzt auch mal weg. Ja. Es ist so viel. Ich habe leer gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe die letzten Monate viel Blush benutzt, was ich ja eigentlich nicht mache, weil ich meistens aussehe wie ein Clown. Aber ich hatte hier von Essence Blossom Dream, das war irgendwie eine LE, hatte ich das Ding hier leer gemacht, wirklich bis zum letzten bisschen. Das war für so Kalkleisten wirklich ein richtig, richtig guter Ton. Dann habe ich Ewigkeiten auch hier von P2, dieses Dress to Happy. Da fand ich die Verpackung damals süß, dieses typische, ah, es ist limitiert, ich brauche das. Da sind halt lila Pigmente drin und genauso sehe ich dann aus. Wie ein Clown. Deswegen kommt es raus, das will ich nicht. Dann habe ich Lippenstifte. Lippenstift Nummer 1 ist auch von P2, von dieser Soft Nude gewesen. Und zwar in der Nummer 010 Soft Beige. Der sieht so richtig, richtig gut aus. Ja, genau das Ding für Blondinen. Aber auf dem Mund wird er total orange bei mir. Das wollte ich nicht, weil es sah scheiße aus. Und dann ist mir einer umgeknickt, irgendwie, keine Ahnung, geschmolzen. Ich war zu wild beim Schmieren, man kann mutmaßen. Von Catrice Plumping Gel Lipstick. Ich würde jetzt behaupten, ich habe jetzt nicht so einen Schnabel davon gekriegt. Und zwar die Nummer 010. Und der ist leider komplett irgendwie geschmolzen, abgebrochen. Das kann ich halt einfach gar nicht mehr irgendwie benutzen. Die Farbe allerdings ist toll. Ich würde mir den tatsächlich nochmal kaufen. Das ist eine super schöne Alltagsfarbe. Dann. Jetzt. Sagen alle, Sandra, was ist los mit dir? Wie viel hattest du denn noch aufgehoben? Du hattest doch ausgemistet. Ich habe jetzt aber hier rausgehauen sämtliche von diesen Eyelinern. Ich komme eigentlich mit den Teilen hier nicht zurecht. Ich sehe immer aus wie so ein verschmierter Vollidiot. Daher werden die jetzt weiter verschenkt oder weggeschmissen. Die sind auch schon viele, viele Jahre alt und was weiß ich. Und genauso kommen jetzt einfach raus Dinge, die ich auch ewig lang nicht benutzt habe. Das sind einmal den hier, das kennt ihr noch, den hatte ich ja gekauft hier von Miss Lynn. Irgendwie ist das doch nicht ganz so meine Farbe. Dann kommt von NYX ein Eye und Eyebrow Pencil raus.
der keine gute Farbe abgibt, der war auch in meiner Box, der glitzert, das sieht man hier hinten. Ich möchte keine schwarz glitzenden Augenbrauen haben, benutze ich auch nicht. Und dann habe ich hier noch so Grautöne und von allen möglichen Firmen, die ich halt einfach auch nicht benutze, die schon 100 Jahre alt sind und die jetzt einfach weg sollen. Damit hätten wir die erste Kiste weg. Und ich habe es geschafft, dass die Kiste auf dem Boden, auf dem Bett landet. Ich habe gerade gedacht, das ist dumm. Dafür fällt der ganze Scheiß jetzt runter. Einen Moment. So. Als allererstes habe ich hier Fassel-Schlüppeinlagen. Ach ja, brauche ich immer mal wieder. Die Mädchen mit dicken Beinen, die kennen es, dass man dann halt im Schritt schwitzt und dann braucht man gewisse Slip-Einlagen. Ob das jetzt immer mit frischem Duft sein muss, ja oder nein. Die waren halt jetzt mit frischem Duft. Ohne Wäscheschutzfolie, luftdurchlässig, ja, keine Ahnung, habe ich eigentlich auch noch nie wirklich drauf geachtet. Auch hier wollte ich jetzt einfach mal nach Alternativen schauen. Ich habe jetzt nicht vor, bin ich ganz ehrlich, solche Slip-Einlagen, so selbstgenähte Dinger zu kaufen, weil ich das, ich denke einfach mal, weil mir das wahrscheinlich zu dick sein wird. Aber da gibt es jetzt irgendwie so Biomarke bei DM mit Slip-Einlagen. Ich schaue mir das mal an. Auf jeden Fall war okay. Dann habe ich hier einmal Haushaltstücher-Dingens hier aufgebraucht, diese Seva-Verschnitt-Recycling. Die habe ich leer gemacht, dann habe ich Klopapier leer gemacht, hier diese, ich weiß nicht, was das war, Frühlings-Edition, war auch okay. Dann habe ich Handschuhe leer gemacht, Latex, die habe ich auch schon Ewigkeiten bei mir im Putzschrank stehen gehabt und nie benutzt. Und letzten Endes habe ich relativ viel mit Bleiche jetzt mein Klo geputzt, damit das auch mal leer wird. Ja, ich weiß, für die Umwelt ist nicht so cool, aber andererseits... In die Waschmaschine kippe ich es mir auch nicht und dann habe ich mir halt vorsichtshalber diese Handschuhe angezogen. Würde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal kaufen, weil... Ja gut, mit manchen Produkten soll man Handschuhe benutzen, aber eigentlich machen das nicht viele. Dann habe ich aussortiert. Leer gemacht hat es meine Nachbarin von Denk mit diesen Weichspülern. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich vor ein paar Wochen dieses Verbrauchermagazin angeguckt hatte. Markt. Wo dann rauskam, dass hier in solchen Sachen tierische Fette drin sind. Und ja, es ist ein Abfallprodukt. Das Tier musste sowieso für irgendwas sterben. Aber es geht mir tatsächlich darum, ihr wisst, ich habe meinen Fleischkonsum sehr eingeschränkt. Ist ja Fleisch vielleicht alle zwei Wochen jetzt mal. Und dann auch nur sehr bewusst, wo ich weiß, woher das Tier kam und so weiter. Also aus dem Dorf, so gesagt. Jedenfalls will ich mich nicht mit Rinderfett abtrocknen. Das hat mich sowas von geekelt, diesen Beitrag zu sehen, ja, wie da hier die letzten Reste dieses Tieres in meinen Weichspüler wandern. Deswegen, ich habe es dann quasi, das Ding war noch ganz voll, habe ich es aussortiert und habe mit meiner Nachbarin drüber gesprochen und habe gesagt, ich kippe das jetzt weg oder beziehungsweise ich schmeiße die Packung dann weg und sie sagte, du, nee, ich benutze das. Also hat sie leer gemacht, zumal dann doch nicht ganz umsonst, aber die Sandra möchte es nicht mehr haben. Dann habe ich leer gemacht, hier Klosteine, da weiß ich auch nicht mehr irgendwie, woher ich die hatte. Kann sein, dass das Netto war oder Penn oder irgendwas, ja, hat frisch gerochen. Brauchen wir auch nichts mehr zu sagen, ihr wisst, dass Fairy und ich Best Friends sind, sage ich auch nichts dafür. Dann habe ich hier, ich habe natürlich den Stab hier aufgehoben, aber hier waren einfach noch ewig viel von diesen Puffeldingern drin. Funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich nehme natürlich keine teuren Sulfa-Produkte, bei mir reichen wirklich die günstigen und da wollte ich vielleicht schauen, ob ich einfach das irgendwann mal einfach auch auslaufen lasse und einfach nur noch mit ja, Mikrofasertüchern putze und die dann wasche. Dennoch, es hat funktioniert, ist ganz gut. Apropos Mikrofaser, habe ich jetzt ein paar gekauft gehabt und die sind auch wirklich gut in Benutzung für, was weiß ich, Rot fürs Klo und Grün fürs Bad und was weiß ich. Ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Die werden gewaschen, die funktionieren auch soweit gut. Damit zur Not kriegt ihr auch euer Make-up im Übrigen gut weggeputzt. Zieht also alles gut ab. Dann hatten wir hier die besagte Bleiche. Dann habe ich das Klo putzt, in Waschmaschine habe ich es nicht reingemacht. Kaufe ich aber auch nicht mehr, brauche ich ja eigentlich nicht. Ich habe ja auch, wie gesagt, Waschmittel und Zeug. Ich habe diesen einen Karton von Dash über ein Jahr jetzt und es ist gerade mal die Hälfte leer.
Ich frage mich, warum ich immer zur Hölle vorher so viel Waschmittel verbraucht habe. Also ich wasche jetzt nicht weniger. Ich habe leider Gottes immer 3 Maschinen pro Woche. Ja, also Arbeitswäsche weiß. Dann habe ich rote Wäsche. Das sind bei mir überwiegend Handtücher und Arbeits-T-Shirts. Und dann halt die Standardwäsche. Ja, Socken oder was weiß ich. Unterwäsche, Jeans, wie auch immer. Und das Ding hält mir halt für 8 Euro immer noch. Also von dem her habe ich das auch überdenkt. Wenn das allerdings leer ist, möchte ich auch zu Frosch greifen. Umwelt zuliebe und so weiter und so fort. Den habe ich hier von Domol noch leer gemacht. Den fand ich sehr, sehr gut. Den habe ich damals tatsächlich nur gekauft wegen dem Duft. Das riecht richtig gut. Das riecht richtig schön nach Guave. Wer Guaven mag, der ist damit richtig gut bedient. Es macht auch gut sauber. Ich finde es toll. Ich würde es mir wieder kaufen. Dann hatte ich ja hier für Faultiere dieses Silit Bang Schaumzeug für die Dusche geholt, was im Übrigen auch sehr, sehr gut funktioniert. Macht wirklich tatsächlich Seifenreste weg, Haarkurreste, auch die Haarkurreste von diesem blauen Zeug gehen damit richtig gut weg. Aber dennoch, ich würde es nicht nochmal kaufen. Wenn man einfach ein bisschen mitdenkt und schön mal abspült und kurz mal mit der Bürste rüberschrubbt, dann funktioniert das auch. Dann habe ich hier von Today weiche Zahnbürsten gehabt. Waren auch okay, waren süßes Design, waren halt mit so Kringelchen drauf, fand ich gut. Und zu guter Letzt noch 2 Sachen. Dann kann ich nicht drauf verzichten für unterwegs, für die Handtasche oder beziehungsweise fürs Auto Brillenputztücher. Auch wenn das natürlich für Kunststoffgläser nicht ganz so gut sein soll. Aber ich habe nicht immer ein Waschbecken zur Hand und Seife. Daheim und im Geschäft wasche ich das halt immer mit Seife und Tuch. Daher brauche ich das. Und dann habe ich auch noch leer gemacht hier die Wattestäbchen von Ebelin. Und da möchte ich einfach auch gerne auf diese... Ich weiß gar nicht, sind das Papierstäbchen oder ist das Bambus oder was? Da gibt es ja so eine grüne Alternative im DM, auf die möchte ich zurückgreifen. Ich habe es geschafft unter 30 Minuten. Ich habe schnell gesprochen, ich weiß. Aber ich wollte es einfach schnell gemacht haben, weil morgen kommt der Müll. Ich will das alles heute noch runterbringen und dann passt es soweit. Daher wünsche ich euch noch eine gute Zeit, einen schönen Urlaub. Es ist ja August, die meisten werden jetzt Urlaub haben. Kommt mir gesund wieder, habt viel Spaß. Und wir hören uns demnächst.